Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 73, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Dank und Anerkennung für den Polizeieinsatz im Dannenröder Forst, gemeinsam mit dem Dringlichen Entschließungsantrag der AfD, Tagesordnungspunkt 88, und dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Grünen, 89, sind die Tagesordnung oder die Drucksachennummern 4229, 4255 und 4266, alle aus der 20. Legislaturperiode. Wir haben uns vereinbart, dass 10 Minuten Redezeit ist und als erster der Antragsteller oder für den Antragsteller der Kollege Müller aus dem schönen Rheingau-Taunus. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, damit haben Sie völlig recht. Der Rheingau-Taunus-Kreis ist schön. Aber jetzt geht es erst einmal um das Thema Dannenröder Forst und Polizeiarbeit in Hessen. Meine Damen und Herren, die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst sind am Dienstag beendet worden und abgeschlossen worden. In den letzten Wochen haben dort die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, unterstützt aus den anderen Ländern und auch von der Bundespolizei, den größten Einsatz seit der Startbahn West geleistet. Dabei ging es um den Bau der A49, der vom Landtag mehrfach beschlossen wurde, vom Bundestag beschlossen wurde, vom höchsten Gericht bestätigt wurde und der mit dem Lückenschluss dazu führen soll, dass die Infrastruktur in Mittel- und in Nordhessen deutlich verbessert werden soll und auch die gesamte Region von Verkehr insgesamt entlastet werden soll, weil die Strecke kürzer wird, meine Damen und Herren. Zur Demokratie, und das war eine demokratische Entscheidung, gehört auch Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren. Leider gibt es Gruppierungen, die das nicht tun, und die Folge haben wir dann auch gesehen. Einsatzkräfte wurden mit Feuerwerkskörpern beschossen, sie wurden mit Steinen beworfen, sie wurden beleidigt, sie wurden körperlich angegriffen. Und was, glaube ich, das Entwürdigste ist, sie wurden mit Fäkalien beworfen, meine Damen und Herren. Dass dann auch noch ein Gestell in Richtung von Beamten umgestürzt wurde, ist eine weitere Dimension von Gewalt gewesen, die wir nicht verharmlosen dürfen und die wir erst recht nicht als erlaubtes Mittel zivilen Ungehorsams, wie es in einigen Teilen der Linken und auch von Teilen der Grünen vor Ort formuliert wurde, relativieren dürfen. Und trotz all dieser Widrigkeiten, meine Damen und Herren, haben sich die Beamten fast ausnahmslos vorbildlich verhalten und sehr professionelle Arbeit geleistet. Sie haben genau differenziert zwischen legitimem demokratischem Protest auf der einen Seite, sind aber auch entschieden und entschlossen gegen die Straftaten vorgegangen, die entsprechend verfolgt werden mussten. Und da kann man nur sagen, wenn man auch die Arbeit der Höheninterventionsteams gesehen hat, und einige der Kolleginnen und Kollegen waren vor Ort, höchsten Respekt für die Arbeit, mit welcher Ruhe und Gelassenheit diese schwierige Aufgabe absolviert wurde. Und deswegen kann man hier nur den ausdrücklichen Dank an alle Beamtinnen und Beamten aussprechen, die dort vor Ort im Einsatz waren. In Zahlen ausgedrückt heißt der Einsatz 3.200 Personen mit Identitätsfeststellung, was häufig gar nicht so einfach war, weil dort verschiedene Mechanismen genutzt wurden, um das zu verhindern, über 2.500 Platzverweise, die ausgesprochen wurden. Bis zu 2.000 Polizeibeamtinnen und Beamte waren im Einsatz dort jeden Tag, nicht jeden Tag, aber immer wieder, über 1.000 jeden Tag, 1.550 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren, mehr als 1.000 Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, und es hätten noch viel mehr sein können. Mehr als 500 Bauten von A49-Gegnern wie Baumhäusern und Barrikaden wurden geräumt, über 450 Strafanzeigen wurden erstattet, darunter 65 mutmaßliche Fälle von Widerstandshandlungen gegen Beamte, 46 Fälle Landfriedensbruch und 39 Fälle des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Meine Damen und Herren, das zeigt, dass diese Straftaten und Ordnungswidrigkeit mit aller Konsequenz verfolgt werden müssen und auch die Kostenrechnungen, die dort mit einhergehen, entsprechend eingetrieben werden müssen. Es ist nicht akzeptabel, wenn eine demokratisch entschiedene Maßnahme auf die Art und Weise versucht wird, zu stoppen und zu konterkarieren. Ziviler Protest verstehe ich als friedlichen Protest, Meinungskundgebung, Meinungsausdrucksweise, aber nicht als das, was dort geschehen ist, meine Damen und Herren. Eigentlich hätte dieser Setzpunkt ein Setzpunkt der CDU sein müssen, und früher wäre er das wahrscheinlich auch gewesen. Leider ist es dazu nicht gekommen, weil die CDU und die Landtagsfraktion der CDU, aber auch die Grünen sich an dieser Stelle
einen sehr schlanken Fuß gemacht haben und sich eben nicht klar positioniert haben. Ich möchte es ausdrücklich betonen, weil ich es schade finde und weil ich der Auffassung bin, dass bei einem so einem großen, bedeutenden Einsatz es erforderlich gewesen wäre, dass der Landtag geschlossen sich dahinter gestellt hätte und der Polizei auch die entsprechende Rückendeckung gegeben hätte. Das haben wir leider hier im Hessischen Landtag vermisst. Ja, es war vor Ort, der eine oder andere hat sich dann klar positioniert, wenn er es gesehen hat. Da will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, Herr Müller, alles in Ordnung. Nee, hier leider nicht. Und als Sie, Herr Bellino, vor 4 Wochen sich mal etwas klarer geäußert haben, was ist da passiert? Da gab es nur böse Blicke von den Grünen und schon gar keinen Applaus. So, und was dann in dem Antrag von Ihnen zu lesen war, war auch was anderes als das, was Sie hier gesagt haben. Und das ist genau das, was zeigt, dass diese Koalition schon lange keine Liebesgeschichte mehr ist, sondern eben nur noch ein Zweckbündnis. Ja, die Rede war in der Tat besser als der Antrag, das muss man sagen. Aber das bringt genau das zum Ausdruck, was ich meine. Rückendeckung des Parlaments hinter der Exekutive an dieser Stelle ist angebracht. Und hier hat sie gefehlt. Hier mussten wir als Opposition entsprechende Anträge stellen, und die haben Sie noch abgelehnt, meine Damen und Herren. Und bezeichnend ist dann eben auch der Aufruf gegen Gewalt, der dann auf Druck der Grünen noch vor 2 Wochen, als es weitgehend schon absehbar war, dass ein Ende erreicht wird, dann formuliert wurde. Und da muss ich sagen, da kann ich wirklich nur das sagen, nur zitieren, was die Gewerkschaft der Polizei vorgestern in einem offenen Brief geschrieben hat. Auch der gemeinsame Aufruf von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD zielt in erster Linie auf beiderseitigen Respekt und Gewaltfreiheit ab. Wir vermissen eine klare Stellungnahme dazu, dass die Polizeibeschäftigten beinahe täglich von Straftätern beleidigt, bedroht, angegriffen und in Teilen schwerst verletzt werden. Es ist dringend geboten, unseren Polizeibeschäftigten ein spürbares Zeichen der Wertschätzung zu übermitteln. Sie sind es, die jeden Tag einen unter vielen Umständen schwierigen wie systemrelevanten Dienst leisten, meine Damen und Herren. Das sind die richtigen Worte, aber das kam nicht von der CDU und nicht von den Grünen, sondern das muss die Gewerkschaften, das müssen die Oppositionsfraktionen hier in den Hessischen Landtag einbringen, und das ist schade. Meine Damen und Herren, die Grünen hätten in den Koalitionsverhandlungen 2014 und 2019 die Chance gehabt, das Projekt zu stoppen. Andere Themen waren wichtiger, deswegen haben sie das Thema hinten angestellt, auch die Macht war wichtiger. Und das Traurige ist halt, dass diese Zerreißprobe, die es jetzt gibt bei den Grünen, dazu führt, dass sich die Polizei von CDU und Grünen noch anhören muss, dass sie sich bitte keine Gewalt schüren sollen, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann sehe, dass die grüne Jugend vor 12 Tagen vor Ort von eskalierender Polizeigewalt redet, und dass Sie dort in einer Pressemeldung sagen, ich zitiere, die Eskalation der vergangenen Tage macht uns Sorgen. Wir können nicht länger von zu Hause aus zusehen, wenn das Leben und die Gesundheit von Klimaaktivistinnen auf dem Spiel stehen. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr akzeptabel, und das wird nicht, ja, für die Linken ist das akzeptabel, das mag sein, aber das zeigt, wie deutlich es für uns nicht mehr akzeptabel ist. Und dass die CDU so etwas unwidersprochen im Raum stehen lässt, wundert mich dann doch sehr. Leider ist der Einsatz noch nicht vorbei. Die verschiedenen Gruppierungen haben schon weiteren Protest angekündigt. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir heute auch aussenden, dass wir jetzt zumindest in den weiteren Aktionen vollständig hinter den Einsatzkräften stehen und sie unterstützen. Die Abseilaktionen, fürchte ich, werden auch an der einen oder anderen Stelle weitergehen. Ich habe hier nur die Hoffnung, dass die bisherigen Aktionen und die Verfahren, die dort geführt werden, auch eine entsprechende abschreckende Wirkung zeigen werden. Weil hier werden Menschenleben gefährdet. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Und deswegen muss man hier, ja, die Menschenleben wurden schon gefährdet, verdammt nochmal. Es gibt schon eine Schwerverletzte, da braucht man nicht noch Zwischenrufe machen. Das ist nicht mehr lustig. Und das ist genau diese Verharmlosung dieser Aktionen, die ich meine. Und das kommt aus den regierungstragenden Fraktionen. Und das ist für mich nicht akzeptabel. Meine Damen und Herren, ich will aber noch auf eines eigentlich hinaus. Die Polizei hat ein wirklich heftiges Jahr hinter sich mit zahlreichen Ausnahmesituationen. Wir haben jetzt den Dannenröder Forst angesprochen, aber die Corona-Pandemie war nun auch eine Belastung, die schon das ganze Jahr für die Polizei erhebliche Einschränkungen und Zusatzleistungen mit sich gebracht hat. Häufig braucht es engen Kontakt mit Dritten, auf Demonstrationen, bei Familienstreitigkeiten, die leider immer häufiger zutage kommen, muss man in die Wohnung rein und kann man auch die entsprechenden Abstände nicht einhalten. Der Castor-Transport lief noch während parallel des Einsatzes im Herrenwald und am Dannenröder Forst. Die Querdenker-Demo in Frankfurt von vor 2-3 Wochen ist noch in Erinnerung.
Die nächste ist schon für Samstag angekündigt. Sie ist zwar untersagt, aber es rechnen alle damit, dass trotzdem Demonstranten kommen werden. Diese Vielzahl an Aufgaben hat von der Polizei in Hessen eine besondere Kraftanstrengung erfordert. Und nach Überzeugung von uns Freien Demokraten sind die Worte der Anerkennung und des Respekts für die Leistung der Polizeibeamten daher gut und wichtig. Aber ich glaube, dass die Worte alleine an dieser Stelle nicht ausreichen. Ich glaube, dass das, was in diesem Jahr auf die Beamtinnen und Beamten, gerade auch wegen Corona, zugekommen ist und was sie dort zu leisten hatten, auch darüber hinaus die Zahlung einer Sonderprämie an der Stelle nicht nur berechtigt und rechtfertigt, sondern sie erforderlich ist. Und deswegen haben wir in dem Antrag die Forderung erhoben, schnellstmöglich eine Corona-Sonderprämie in Höhe von 300 Euro auszuzahlen. Ich glaube, das ist angemessen und es ist mehr als angemessen, weil diese steuerfreie Prämie ein Stück weit die Belastung, die zusätzliche enorme Belastung, auch Corona-bedingt, aber auch mit dem Dannenröder Forst verbunden, würdigt und rechtfertigt. Und dieses Zeichen von Wertschätzung für die Arbeit der Polizei, was über warme Worte hinausgeht, ist, glaube ich, sehr angebracht. Und ich hoffe, ich habe den Antrag der Koalitionsfraktionen auch gelesen, ich hoffe, dass Sie darüber nachdenken und vielleicht sich auch noch eines Besseren besinnen und auch diese Prämie in Erwägung beziehen. Es sind 12 Milliarden Euro im Schuldenfonds vorhanden. Und hier geht es um eine Corona-bedingte Situation und deswegen könnte man es auch daraus finanzieren. Das Geld kann also nicht das Problem sein. Und deswegen glaube ich, dass diese Form der Wertschätzung auch aus diesem Hause und auf Beschluss dieses Hauses hier angebracht wäre. Ich kann nur ganz herzlich sagen für die Freien Demokraten vielen Dank an die Polizeibeamtinnen und Beamten für den immensen Einsatz in diesem Jahr und gerade auch bei der Räumung des Dannenröder Forstes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächstes für die antragstellenden Fraktionen zum Thema Top 89, Herr Hering von der CDU. Ich darf Ihnen das Wort geben. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ergänzend zu den vorliegenden Anträgen möchte ich zunächst grundsätzlich festhalten, beim Geschehen rund um Dannenroth geht es mehr als um 28 Hektar Wald oder Verkehrswegebau. Es geht um uns, um unsere Gesellschaft. Denn das waren keine Einzelereignisse, keine zufällig eskalierten Konfliktsituationen, sondern vielmehr ein weiterer Höhepunkt einer besorgniserregenden Entwicklung. Somit ein Spiegel für unsere Gesellschaft, in der sich Teile immer mehr radikalisieren, in der Respektlosigkeit und Verrohung zum polizeilichen Alltag gehören. Übrigens nicht nur von links oder auch Linksradikalen wie jetzt im Dannenröder Forst. Früher hatte ich bei Polizeieinsätzen zunächst immer mal beobachtet Solidaritätsbekundungen von rechts. Nach dem Motto, ihr Polizisten habt es auch schwer. Wir stehen ja hinter euch, ihr macht einen guten Job. Was damals schon durchschaubar war, wird jetzt am Verhalten von Reichsbürgern, Querdenkern, rechtslastigen Gruppierungen deutlich. Dazu passt auch die gestrige Rede von AfD-Frau Alice Weidel, als sie von Polizeigewalt gegen Demonstranten ihrer Gesinnung sprach. Also, auch rechte Law-and-Order-Verfechter bedienen sich des Vorwurfs von Polizeigewalt, sobald Maßnahmen nicht der eigenen Vorstellung entsprechen. Wie soll es Polizei jemals recht machen? Unerträglich, dass unsere Polizei zwischen rechts und links aufgerieben wird. Auch wenn im Dannenröder Forst viele Demonstranten, zwar nicht immer erlaubt, aber doch friedfertig zu ihrer Überzeugung standen, müssen wir den Blick auf dramatische Ereignisse lenken. Denn es wäre noch viel mehr eskaliert, wenn hier nicht der hohe Kräfteeinsatz vorgebeugt hätte. Für die Kollegen kam eine zusätzliche mentale Belastung hinzu, wenn sich Aktivisten, ob unwissend oder gar gewollt, selbst in höchste Gefahr gebracht hatten. Absturzgefahren durch abbrechende Baumkronen, die durch Höhenretter extra verstärkt werden mussten, Gefahr des Erschlagens durch perfide Seilkonstruktionen oder Gliedmaßen, die in Betonklötzen abzusterben drohten. In solcher Dynamik würde ich übrigens nie ausschließen oder abstreiten, dass es auch Pannen geben kann, ja auch mögliches Fehlverhalten oder Fehleinschätzung auf Seiten der Einsatzkräfte.
In solchen Fällen muss aufgearbeitet, muss ermittelt werden. Dabei aber waren viele dieser Einsatzkräfte, vielleicht selbst Eltern, auch in Sorge um teils junge Menschen, die sich enormen Gefahren aussetzten. Aber als Freund und Helfer hatte man diese Menschen in Uniform oft nicht sehen wollen. Kontakt- oder Gesprächsversuche wurden teils mit Angriffen erwidert. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung sollte die Polizei vorgeführt und geschwächt werden, teils mit nicht belegbaren Vorwürfen, auch über die Medien veröffentlicht. Jedes Mittel war da recht. Warum? War man durch den professionellen Einsatzverlauf überrascht, gar verzweifelt? Ja, in der Tat liegt eine große logistische und menschliche Leistung hinter der Polizei und den Hilfs- und Rettungsorganisationen. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt allen und auch uns Beobachtern gezeigt, dass ihr euch nicht provozieren lasst, dass ihr nicht die Kontrolle verliert und dass ihr Missachtung und strukturierte, organisierte Angriffe ertragt, manchmal über das Maß des Berufsrisikos hinaus. Zu Recht wird ein hoher rechtsstaatlicher Maßstab an polizeiliches Handeln gelegt. Zu Recht steht die Polizei aufgrund ihrer hohen Verantwortung durch das Gewaltmonopol im Fokus. Aber ich warne, mit Blick auf das hier diskutierte Einsatzgeschehen sehe ich die Gefahr einer Umkehrung dieses Gewaltmonopols. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass es die Polizei ist, die nicht Gewalt anwenden darf, die sich alles gefallen lassen soll, ständig unter Rechtfertigungszwang. Während im Gegensatz dazu das polizeiliche Gegenüber zu allen Mitteln greift, keine Hemmungen kennt und sich dann in Verbalakrobatik als Aktivisten gegen Bullenschweine feiert. Wenn das Schule macht und sich auch andere das Recht für gewalttätigen Protest gegen rechtsstaatliche Entscheidungen herausnehmen und zudem die Polizei mit allen Mitteln lähmen wollen, weicht der Rechtsstaat dem Recht des Stärkeren. Wir brauchen eine handlungsfähige Polizei. Die wiederum braucht Handlungssicherheit und Rechtssicherheit. Und sie braucht uns. Herr Rudolph, weil Sie so schön geklopft haben, ja, Ihre Fraktion spricht ja immer mal für die Polizei. Da hätte ich mir bei Ihrem gestrigen Redebeitrag zur inneren Sicherheit einen anderen Einstieg gewünscht als das Beschreien eines braunen Sumpfes und den Vorwurf mangelnder Aufklärungsarbeit bei Polizeiskandalen. Um nicht falsch verstanden zu werden, der Ernst dessen ist mir sehr bewusst. Ich hatte bei entsprechenden Debatten nie Gegenrede erhoben, denn bei diesen Umtrieben gibt es nichts schönzureden. Doch die allermeisten Kollegen verrichten ihren Dienst regelrecht idealistisch, auch privat oft ehrenamtlich, sozial und karitativ engagiert. Auch die jetzige Einsatzleistung unserer Polizei bietet genug Ansatz für Lob. Ja, Herr Rudolph, es steht Ihnen frei, aber gerade in dieser Zeit hätte man vielleicht doch mit einem Lob beginnen können, so wie es Frau Böhm von den Linken gestern in einem Redebeitrag erwähnt hatte, als sie als Sozialpädagogin ja das Stilmittel des Lobes als Einstiegs ins Spiel brachte. Eine derartige Akzentuierung hätte nicht nur meinem Polizistenherz gut getan, es hätte auch ein Zeichen gegen die zunehmende Fokussierung auf Fehlverhalten und schwarze Schafe bei der Polizei setzen können und somit gegen die Lähmung der Rechtschaffenden unserer Polizei wirken können. Denn die Polizei steht immer neuen Herausforderungen gegenüber. Aufgabenzuwachs, Eskalationen im alltäglichen Dienstgeschäft, teils aus nichtigem Anlass, permanente Respektlosigkeit und Feindbildmentalität. Auch der heute diskutierte Einsatz A49, der noch lange nicht beendet ist, sticht nur besonders heraus. Weitere Einsatzlagen übers ganze Land hinweg sind die Regel.
Aktuell haben Kollegen auf den Heimatdienststellen Sonderschichten übernommen, damit andere in die Einsätze fahren können. Unglaubliche Leistungsbereitschaft in allen Bereichen. Daher führt meines Erachtens die Prüfung von Zulagen für besondere geschlossene Einsätze, wie von den Freien Demokraten gefordert, nicht zum Ziel. Auch Sonderprämien treffen hier nicht den Kern. Dieser liegt nämlich auch in einer ernsten gesellschaftlichen Entwicklung, die vielleicht schon in so manchem Elternhaus beginnt, die im Sinne unserer Polizei endlich benannt werden muss. Natürlich brauchen wir auch eine möglichst effiziente Entlastung durch die Sicherheitspakete der Landesregierung, auch finanzielle Zuwendungen am Beispiel von Stellenhebungen und weitere Verbesserungen sind unser Ziel, wobei auch ich gerne meine Erfahrungen und die Stimmung der Polizeibasis einbringe. Abschließend noch eine Anekdote zur vorweihnachtlichen Entspannung. Es betrifft osthessische Einsatzkräfte, Kolleginnen und Kollegen meiner langjährigen Wirkungsstätte der Polizeistation Fulda. In Stadt Allendorf wurden sie von einer Menschenkette mit Bannern der Aufschrift „Danke Polizei“ empfangen. Dass diese sympathische, aber eigentlich unspektakuläre Geste sich über E-Mails in weiten Kreisen der Polizei rumgesprochen hat, zeigt uns, oftmals sind es die Kleinigkeiten, die nachwirken. Und es zeigt noch mehr. Ja, oftmals sind es die Kleinigkeiten, die nachwirken, aber es zeigt noch mehr. Unsere Polizistinnen und Polizisten, meine Kolleginnen und Kollegen sind Menschen, die doch wirklich im Wald Menschlichkeit gezeigt haben und sich einfach nur freuen, wenn auch sie so behandelt werden, nämlich mit Menschlichkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hengel. Für den dritten Antragsteller hat sich der Kollege Herrmann gemeldet von der Fraktion der AfD. Sie haben nun das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! In der Tat haben unsere Polizeikräfte Dank und Anerkennung verdient. Und schaut man auf die Ereignisse rund um den Dannenröder Forst, sogar unseren besonderen Dank. Denn unsere Polizisten, die im Dannenröder Forst wegen den Rodungen im Rahmen des Ausbaus der A49 im Einsatz waren, haben unter schwierigsten Bedingungen ihren Dienst versehen und ihre Pflicht erfüllt. Und unter schwierigsten Bedingungen sind nicht die Witterungsbedingungen gemeint und schon gar nicht friedlich demonstrierende Bürger, die durch ihre Anwesenheit ihre Ablehnung zu den geplanten Maßnahmen kundtaten und deren friedlichen Proteste die Polizei nur in geordnete Bahnen lenken musste. Nein, gemeint sind hier vor allem die selbsternannten sogenannten Aktivisten und ihre sogenannten Protestaktionen, die mit ihrem Verhalten aber genau das Gegenteil bewiesen. Bei ihren Handlungen ging es um Widerstand und um Missachtung von Recht und Gesetz. Diese Aktivisten haben mit ihren Handlungen deutlich gezeigt, dass sie nichts anderes als Kriminelle sind. Linksradikale Ökosozialisten und linke Extremisten, deren Aktionen teilweise sogar schwere und menschenverachtende Straftaten darstellten. Beispiele dafür gab es leider mehr als genug. Auch die Presse hat darüber berichtet. Und umso unverständlicher ist es eigentlich, dass angesichts dieser Gewalttaten Pressevertreter in ihren Berichten diese Öko- und Politstraftäter verharmlosend Aktivisten nennen. Da kann man schon den Eindruck gewinnen, dass diese Journalisten zu deren Sympathisantenkreis gehören. Da wurden Drahtseile in Kopfhöhe gespannt, um gegen die Reiterstaffel der Polizei vorzugehen. Vermummte griffen Polizisten in einem Polizeiauto mit Farbbeutel und Steinen an. Bei einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke kam es zu einem schweren Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten. Polizeibeamten wurden mit Zwillensteinen und Feuerwerkskörpern angegriffen und verletzt.
Die Beamten wurden mit Fäkalien beschmissen. Ein Gestell aus Baumstämmen stürzte in Richtung Polizeibeamte, sodass von einem gezielten Anschlag ausgegangen werden kann. Und in 5 Meter Höhe wird einem Polizisten gegen den Kopf getreten. Von den begangenen Sachbeschädigungen brauchen wir da hier nicht mehr zu reden. Meine Damen und Herren, alle diese Handlungen und Ereignisse waren geeignet, teilweise schwere bis tödliche Verletzungen bei den eingesetzten Polizeibeamten zu bewirken. Und diese Beispiele zeigen auch eindeutig, mit welcher kriminellen Energie und Motivation diese sogenannten Aktivisten bereit sind, ihre Ziele mit Gewalt gegen die Polizeikräfte durchzusetzen. Sie zeigen aber auch, dass unsere Polizeibeamten trotz hoher Einsatzbelastung und widrigster Umstände zu leisten in der Lage waren und zur Durchsetzung des Rechts geleistet haben. Das verdient unsere größte Anerkennung und absolute Hochachtung. Das gilt es aber auch entsprechend zu würdigen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens müssen wir unsere Polizisten bestmöglich auf solche Einsätze vorbereiten und ausstatten. Das ist zum einen eine Aufgabe der Aus- und Weiterbildung, aber auch der psychologischen Betreuung, zumindest da, wo es gewünscht wird. Zum anderen der Beschaffung von Schutzausrüstungen, Einsatzmitteln und entsprechenden Waffen, die ein wirksames Vorgehen gegen renitente Störer gewährleisten. Taser und Gummigeschosse müssen flächendeckend den Polizeibeamten zur Verfügung gestellt werden. Zweitens. Das Strafrecht muss zugunsten der Polizeibeamten verschärft werden. Denn jeder Angriff auf einen Polizisten ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat, der nicht toleriert werden darf und deshalb in besonderer Weise geahndet werden muss. Angriffe auf Polizisten müssen entsprechend zu einem Verbrechenstatbestand werden, mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr. Ich möchte es klar und deutlich sagen, in Anbetracht der vielen weiteren Einsätze unserer Polizeibeamten, auch in anderen Bundesländern, wäre die Umsetzung dieser Maßnahmen nur die Umsetzung von Mindestforderungen. Der Vorschlag der FDP, den hessischen Polizeibeamten eine Corona-Sonderprämie in Höhe von 300 € auszuzahlen und auch eine finanzielle Anerkennung für die besonderen Belastungen den eingesetzten Polizeibeamten zukommen zu lassen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Und die Überlegung, eine generelle Zulage für besondere polizeiliche Einsätze zu gewähren, sind ein Schritt in die richtige Richtung und würden von der AfD auch unterstützt. Allerdings, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, ist sowohl eine Einmalzahlung als auch eine auf besondere Einsätze beschränkte Zulage keine adäquate Lösung für die täglichen Belastungen und Probleme und kann entsprechend nicht für die gesamte Polizei als zielführende Lösung angesehen werden. Wenn wir wirklich der Arbeits- und Einsatzbelastung unserer Polizisten gerecht werden und sie entsprechend würdigen wollten, müssten die weitergehenden Forderungen der AfD umgesetzt werden. Ich wiederhole mich hier gerne. In einem ersten Schritt muss die Anhebung aller A9- und A10er Stellen der Polizei in die nächsthöhere Besoldungsgruppe erfolgen. Damit würden wir den jahrelangen Beförderungsstau in der A10 beheben. Bedenken Sie dabei bitte auch, gleichzeitig würden wir damit die Einkommenssituation in den unteren Besoldungsgruppen der Polizei deutlich verbessern, die auch am häufigsten an der Einsatzfront stehen. In einem zweiten Schritt ist die Einführung einer eigenen Besoldungstabelle für die Polizei notwendig, eine Maßnahme, die schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten, vor allem in Polizeikreisen immer wieder diskutiert, aber von keiner Regierungspartei umgesetzt wurde und entsprechend seit vielen Jahren überfällig ist. Eine Besoldungstabelle, Sonderbesoldung Polizei, könnte viele Probleme lösen, so dass wir uns über Sonderzahlungen und besondere Zulagen gar nicht mehr unterhalten müssten. Wir von der AfD sehen hier im Gegensatz zu allen anderen im Hessischen Landtag vertretenen Parteien einen dringenden Handlungsbedarf. Die Verbesserung der aktuellen Besoldungsstruktur für die Polizei wäre hier ein wirkliches Zeichen an alle Polizeibedienstete und würde die Arbeit aller Polizisten würdigen. Auch die Rücknahme der Beihilfekürzungen aus dem Jahr 2015 wäre für alle Polizeibeamten ein echtes Zeichen der Würdigung ihrer Arbeit. Nicht nur der Einsatz im Dannenberger Forst hat die Risiken und Gefahren. Danke. Ist richtig, danke, Röther, danke für den Hinweis.
hat die Risiken und Gefahren aufgezeigt, denen Polizisten ausgesetzt sein können. Denken Sie nur an die Krawallnächte in Dietzenbach, wo die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt wurden, oder an Frankfurt Opernplatz, wo Polizeikräfte plötzlich von einer großen Menge mit Steinen und Flaschen angegriffen wurden. Das Verletzungsrisiko ist hier deutlich höher als bei anderen Berufsgruppen. Es wäre also absolut angemessen, wenn die Beihilfekürzungen zurückgenommen würden. Aber mit was werden unsere Polizisten wohl tatsächlich maximal rechnen können? Ich befürchte, mehr als Lob und nette Worte des Dankes und natürlich den besten Wünschen für die Zukunft wird es auch dieses Jahr von der Regierung nicht geben. Herr Innenminister Beuth, ich frage Sie, werden dieses Jahr wieder von Ihnen nette Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche mit freundlichen Worten und Lobpreisung der guten Arbeit an die Bediensteten der Polizei versandt, wie das schon jedes Jahr natürlich auch von Ihren Vorgängern gehandhabt wurde? Einmal im Jahr ein Danke und alles Gute, tolle Arbeit, ergänzt um, aber bitte weiter so. Billiger kann man tatsächlich die Leistung der Polizei nicht honorieren. Und billig ist das im wahrsten Sinne des Wortes. Und schneller kann man auch nicht dafür sorgen, dass solche Schreiben in der Ablage P, Papierkorb, landen. Unsere Polizisten haben zweifellos mehr verdient. Herr Beuth, ich empfehle Ihnen und Ihrer Regierung dringend, den Dankesworten Taten folgen zu lassen. Wenn Sie diese Dankesworte nicht nur routinemäßig versenden, sondern es ernst meinen, dann folgen Sie unseren Forderungen. Denn wenn Sie es nicht tun, verspreche ich Ihnen, es wird die Zeit kommen, da wird ein AfD-Innenminister an Ihrer Stelle stehen. Und dieser AfD-Innenminister wird nicht nur reden, er wird handeln. Die AfD wird dann auch nicht nur ihre hier genannten Forderungen umsetzen, sondern darüber hinaus weitere Themen wie zum Beispiel Verbesserung des Schichtdienstes und Erholungskuren für Schichtdienstleistenden behandeln. Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal, wir sind unseren Polizisten zum großen Dank verpflichtet. Deshalb ist es unabdingbar, dass sich der Hessische Landtag geschlossen hinter die Polizei stellt, die zum Schutz der Bürger und der öffentlichen Sicherheit, zur Durchsetzung von Recht und Ordnung ihre Aufgaben auch unter großen Belastungen pflichtbewusst erfüllt. Vergessen wir nie, Polizisten sind Menschen wie Sie und ich, mit Familie, mit Freunden, mit Hoffnungen und Wünschen. Sie sind keine Roboter oder Maschinen, sondern Mitmenschen in Uniform. Und nicht zuletzt deshalb sollte die Politik und besonders der Hessische Landtag ein klares Zeichen setzen, dass Übergriffe verbaler oder physischer Natur auf Polizeibeamte aufs Schärfste zu verurteilen sind. Die hessische Polizei hat hier von uns jegliche Unterstützung und Solidarität verdient. Wir von der AfD sagen, danke Polizei, wir stehen an Ihrer Seite, versprochen. Entschuldigung, ich konnte nicht ahnen, dass Sie so schnell fertig waren. Dann. Vielen Dank. Als nächster Kollege Felstenhausen für die Fraktion Die Linke, aber langsam kommen. Altersgerechte Bewegung. Okay, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe entschlossene Klimaaktivistinnen, es wird Sie nicht verwundern, wir bedanken uns an dieser Stelle auch ausdrücklich bei den vielen jungen Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten im Danni friedlich ein deutliches Signal gesetzt haben. Noch einmal zum Mitschreiben. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich bei den vielen jungen Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten im Danni friedlich ein deutliches Signal gesetzt haben. Und damit machen wir deutlich, wem unser Dank an dieser Stelle gilt. Unser Respekt gilt all den Menschen, die durch ihren Protest teils unter hohen persönlichen, mentalen und körperlichen Strapazen einer fehlgeleiteten Politik über viele Wochen die Stirn geboten haben. Und dieser Protest, meine Damen und Herren, der gehört eben auch zu unserem demokratischen Rechtsstaat. Und wer meint, diesen Protest zu kriminalisieren in einer grundsätzlichen Art, der soll sich noch einmal Gedanken machen über sein Verhältnis zu unserem Rechtsstaat. Und, um es auch ganz deutlich zu sagen,
Jeder Verletzte, egal auf welcher Seite, ist einer zu viel. Stahlkugeln und Steine führen für uns genauso in eine Sackgasse wie ein polizeiliches Handeln, das die Verletzung von Aktivistinnen billigend in Kauf nimmt. Wir stehen hinter den Menschen, die mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen eine falsche Entscheidung protestieren und haben deshalb auch immer wieder zur Deeskalation aufgerufen. Aber klar ist auch, der Bau einer neuen Autobahn ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig. Im Antrag der FDP heißt es, der Polizeieinsatz im Herrenwald, im Maulbacher Forst und im Dannenröder Forst sei wichtig und erforderlich gewesen. Nein, meine Damen und Herren, hier wäre ein Nachdenken und eine Umkehr in der Verkehrspolitik wichtig und erforderlich gewesen. Tausende junge Menschen haben sich im Danni versammelt und ihre Entrüstung zum Ausdruck gebracht, dass es heute noch möglich ist, ein intaktes Ökosystem zu planieren und eine Autobahn in einem Planungsstand des letzten Jahrhunderts zu bauen. Beteiligt haben sich an diesem Protest Umweltverbände und Umweltgruppen, die jungen Menschen von Fridays for Future, denen sie vor einem Jahr noch Beifall für ihr Engagement geklatscht haben. Es waren kirchliche Gruppen, die aus Verantwortung für die Schöpfung in den Wald gegangen sind. Es waren Musikerinnen und Musiker, genauso wie Menschen über 60 Jahren. Die Bürgerinitiativen aus der Region, die seit Jahrzehnten gegen die Autobahn kämpfen, standen Seite an Seite mit den Aktivistinnen von Ende Gelände, Extinction Rebellion und Sand im Getriebe. Und all diesen Gruppen möchten wir dafür eben auch danken, weil auch sie einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Der Widerstand gegen den Autobahnbau ist richtig und wichtig, und ich habe einen großen persönlichen Respekt vor den Menschen, die nächtelang bei Minusgraden auf Bäumen ausgeharrt haben, in der Hoffnung, den Autobahnbau stoppen zu können. Ja, meine Damen und Herren, da können Sie grohlen und johlen, so viel Sie wollen. Sie werden das Beklettern von Bäumen hier nicht zur Straftat umdeuten können. Wir steuern auf Kipppunkte des Klimawandels zu, das haben wir hier ausreichend diskutiert, nach denen es keine Umkehr mehr geben wird. Wer heute noch Autobahnen baut, ist ein klimapolitischer Geisterbahnfahrer. Autobahnen stehen nämlich nicht mehr für Fortschritt. Die Zukunft, und das ist klar und nicht nur im Danni, die Zukunft wird nicht aus Asphalt und Beton gemacht. Unsere Zukunft wird klimaneutral sein oder sie wird gar nicht sein. Und diese feste Überzeugung, die längst wissenschaftliche Tatsache ist, bringt eben die Menschen zum Protest. Und ein solcher Protest ist in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht nur selbstverständlich, er ist auch notwendig. Ohne diese Form des demokratischen Widerspruchs gäbe es keine gesellschaftliche Veränderung. Ohne die Studentenbewegung hätten wir nicht unter die Talare, unter denen der Muff von 1000 Jahren sich versammelt hatte, drunter geschaut. Und ohne die Anti-AKW-Bewegung hätte es auch die Grünen vermutlich nie gegeben. Heute, nach 40 Jahren der Brockdorf-Demonstration, an denen Hunderttausende von Menschen teilnahmen, ist unbestritten, der Weg in den Atomstaat war ein strahlender Irrweg, und Gorleben, Wackersdorf und Co. sind Geschichte. Und es dauerte weitere 40 Jahre, bis eingesehen wurde, dass diese Menschen Recht hatten. Und auch sie besetzten den Wald in Gorleben am Bohrloch 1004. Sie bauten Hütten und sie bauten Baumhausdörfer. Sie sind ein Gründungsmythos der Grünen, meine Damen und Herren. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, dieser Protest in dieser Form muss in Gänze kriminalisiert werden, das ist nicht redlich. Und als Hinweis, als kleiner Funfact am Rande, ein Hinweis an die SPD. Es war im Übrigen Gerhard Schröder, der am 31. Mai 1980 zu den Besetzerinnen und Besetzern in Gorleben ging und dort seine Solidarität bekundete. Also so mal zur Einordnung, wer da eigentlich wo wer stand. Und was musste sich diese Bewegung nicht alles anhören? Es waren,
Es waren Ökospinner, es waren Kommunisten, es waren Weltverbesserer. Ja, und es war immer wieder der Generalverdacht der Gewalt, der immer dann laut wurde, wenn die Räumung bevorstand. Das gehörte, meine Damen und Herren, und es gehört noch heute leider immer noch zu den Abwehrkämpfen eines Systems, das an seine Grenzen gekommen ist. Meine Damen und Herren, wer ausschließlich auf die Macht der Staatsmacht setzt, der verliert den Respekt dieser jungen Menschen. Damit gefährden wir unseren Rechtsstaat, weil die Polizei nach Monaten der Fahrzeugkontrollen, der in Gewahrsamnahmen, der polizeilichen Überwachung von Friedensgebeten nicht mehr als Sicherheitspartner angesehen wird. Dieses Einsatzkonzept hat das Vertrauen in der Region nachhaltig zerstört. Meine Damen und Herren, wer Vertreterinnen und Vertreter der Presse bei ihrer Arbeit behindert und körperlich angreift, der muss sich auch Kritik gefallen lassen. Ja, so ist das. Und wer Schneebälle und wer Spruchchöre als Anlässe dafür nimmt, Wassereinwerfe bei Minusgraden zu fahren, der verspielt das Vertrauen und damit die Grundlage jeden Dialogs. Meine Damen und Herren, diese jungen Menschen haben Verantwortung übernommen für die Zukunft, für ihre Zukunft und auch für unsere Zukunft. Und sie fordern uns als Politikerinnen und Politiker auf, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen der Menschheit, und diese Herausforderung muss von allen Menschen, vor allen Dingen von den Menschen bewältigt werden, die am meisten von der Ressourcenverschwendung profitiert haben, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Meine Damen und Herren, ja, das sind wir. Wir müssen die Verantwortung für Jahrhunderte ungebremsten Wirtschaftswachstums übernehmen. Und daran, und vielleicht ist das auch der Grund, warum es so wütende Reaktionen darauf gibt, daran erinnern uns genau diese Aktivistinnen. Wer aber hofft, meine Damen und Herren, wer aber hofft, dass mit der Rodung des letzten Baums auf der Trasse jetzt alles gut ist, meine Damen und Herren, der wird enttäuscht werden. Nein, die Klimabewegung ist nach dem Danny stärker denn je, und sie wird sich lauter und immer lauter zu Wort melden. Im Danny und an den weiteren, im Danny und in den weiteren 850 Kilometer Autobahnneubauten, die noch in Planung sind, an den Kohlekraftwerken, an Flughäfen, da werden sie eben nicht sich überzeugen lassen von Greenwashing, Grünbrücken und einem grün angestrichenen Kapitalismus. Davon werden Sie sich nicht täuschen lassen. Und das, meine Damen und Herren, das macht mir persönlich Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft dieser jungen Menschen und Hoffnung für uns allen. Und deshalb wird es auch weiter heißen, meine Damen und Herren, Danny bleibt. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Herrn Eckert das Wort. Ich warte noch darauf, dass die Uhr noch umspringt, sonst hätte ich schon eine Minute geredet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zum Thema, glaube ich, unserer Debatte auch wieder zurück, nämlich dem Thema Dank und Anerkennung, auch für die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die rund um das Thema Dannröder Forst einen wirklich sehr, sehr guten Einsatz gefahren haben. Und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass Politik sich hier im Hessischen Landtag auch damit hinter versammelt und sagt, Sie haben unsere Solidarität, Sie haben unsere Unterstützung und Sie haben unseren Dank verdient, meine Damen und Herren. Und ja, die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land, sie sichern auch unser aller Demonstrationsrecht, was wichtig und notwendig in einer demokratischen Gesellschaft ist. Sie sichern aber auch die Durchsetzung demokratisch legitimierter und rechtsstaatlich überprüfter Entscheidungen. Und ganz oft befinden Sie sich am Ende nachher zwischen allen Seiten, dem umgangssprachlichen, zwischen allen Fronten oder zwischen allen Stühlen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass die Politik für
die die Entscheidung getroffen hat, für deren Umsetzung Sie am Ende des Tages wörtlich auch Ihren Kopf hinhalten müssen, deswegen auch diesen Dank und diese Anerkennung ausspricht, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es kein, Herr Hering, kein Problem, dann immer auch darauf zu diskutieren, dass es uns auch um die Integrität insgesamt der Polizei geht, um das Vertrauen der Menschen in die Polizei geht. Und da gehören auch Debatten darüber, wie helfen wir all den rechtschaffenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, damit sie eben ohne den Ruch eines Verdachtes ihren Dienst versehen können, sondern deutlich eben machen, dass unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gute Arbeit leisten, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sich an Recht und Gesetz halten. Und deswegen fand ich Ihre Einlassung eben falsch, weil es gehört natürlich zur rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeit, dass Handeln von Polizeibeamtinnen und Beamten auch überprüft wird, meine Damen und Herren. Da brauchen wir auch gar nicht lange zu diskutieren. Das gehört dazu. Und deswegen ist nämlich dieses Bekenntnis auf der einen Seite und diese rechtsstaatliche Überprüfung auf der anderen Seite sind zwei Seiten derselben Medaille. Und das sorgt dafür, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Arbeit tätigen können, dass sie ihre Arbeit auch gut machen können. Und deswegen wollen wir auch mal, gerade bei einem Vorredner folgend, mal Ursache und Wirkung beschreiben. Normalerweise werden in diesem Land Rodungsarbeiten nicht von tausenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten begleitet werden müssen. Deswegen immer zu thematisieren, dass die Polizei das Problem am Anfang war und alles passiert wegen der Polizei, da würde ich doch mal herzlich bitten, Ursache und Wirkung nicht immer durcheinander zu werfen. Und da sehen Sie uns auch, waren jetzt auch ein paar Vorredner mit dabei, in großer Einigkeit mit der Mehrheit der Hessinnen und Hessen, wie Umfragen ergeben haben, in der Frage, dass Demonstrationen völlig richtig notwendig sind und dass dafür dann auch die Polizei entsprechend dieses Demonstrationsrecht sichert. Aber genauso deutlich muss es auch dann gemacht werden, dass das, was wir im Dannenröder Forst und in anderen Bereichen rund um den Weiterbau der A49 erlebt haben, weit davon entfernt ist, irgendetwas mit demokratisch legitimiertem Demonstrationsrecht, was unsere Verfassung ihnen garantiert zu tun hat, sondern deutlich darüber hinausgeht. Und das geht nicht. Und genau deswegen waren auch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Einsatz. Weil mit Demonstrationen hat es nichts zu tun. Einbetonierte Barrikaden, eingegrabene Nägelbretter, Einsatz von Pyrotechnik, Zwillenbeschüsse, unübersichtliche und absichtlich so gefährlich konstruierte Seilkonstruktionen, das Abseilen auf Autobahnen in unserem Land und die bewusste Inkaufnahme der Gefährdung von Menschenleben bis hin zum Bewerfen von Polizeibeamtinnen und Beamten mit Exkrementen, all das, meine Damen und Herren, hat mit friedlichem Protest in einer demokratischen Gesellschaft nichts zu tun. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir das auch hier so formulieren als Hessischer Landtag, weil, ich sagte es eben bereits, die Polizeibeamtinnen und Beamten dafür draußen einstehen, für die Entscheidungen, die wir hier auch mitgetroffen haben, die Politik mitgetroffen hat, und dass sie da nicht alleine stehen, sondern wir da entsprechend hinter ihnen. Und das war deutlich, ich war mit unserer Fraktionsvorsitzenden, Nancy Faeser, auch entsprechend mit vor Ort. Im Übrigen haben Polizeibeamtinnen und Beamten dabei deutlich gemacht, es ist schön, Frau Faeser, dass Sie kommen, weil Sie sind die Erste aus sozusagen der ersten Liga der hessischen Landespolitik, die da mit dabei waren. War auch ganz spannend, das deutlich zu machen. Aber das, was wir damit gesehen haben vor Ort, ist, glaube ich, mit wirklich bemerkenswert, mit was für einem Aufwand, organisatorisch, personell, mit den baulichen Sachen, wie alle sozusagen auch Gebäude und Maschinen mit geschützt werden mussten, das ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Und bemerkenswert auch, das fand ich bei meinem Besuch, mit welcher Akribie und mit welchem Aufwand die Polizei, was es auch braucht in einem Rechtsstaat, bei jedem einzelnen Baum, jeden einzelnen Baumbesetzer, die Ankündigung, das ist die Verfügung. Wenn Sie der nicht nachkommen, dann folgt dieses und jenes daraus. Dann werden die Äste unter denen, die oben auf der Baumkrone gesessen haben, noch entfernt, dass, falls was bei der Entfernung der Person vom Baum doch passieren sollte, sie nicht durch zusätzliche Probleme nachher mit entsprechend sich gefährden. Dann immer wieder die permanente Diskussion. Und ehrlicherweise, als wir da waren, Kollege Krüger war auch noch mit dabei, und dann steht jemand von Abgeordneten mit einer Krawatte, der offensichtlich der Ausweis dessen ist, was man am System insgesamt kritisiert. Dann stellen Sie Polizeibeamtinnen und Beamte sich da auch noch hin und diskutieren mit denen am Baum, zu sagen, was wollen Sie eigentlich? Die sind wegen Ihnen da. Die wollen gucken, dass wir mit Ihnen ordentlich umgehen. Und Sie machen hier jetzt so einen Radau. Ich fand das mehr als bemerkenswert, weil der Mann stand schon eine ganze Zeit lang in dem Gebrüll und in dieser Diskussion. Und sich da so hinzustellen und Rückgrat zu zeigen, ich finde, da haben ganz viele Polizeibeamtinnen und Beamten einen richtig klasse Job gemacht, meine Damen und Herren.
Und deswegen braucht es am Ende des Tages aber nicht nur Sonntagsreden, weil die Unterstützung, die warmen Worte sind immer gut, aber am Ende sind warme Worte auch bloß warme Worte, wenn Ihnen dann nachher konkrete Handlungen fehlen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass die FDP, nachdem Günter Rudolph Ende November auch schon die Diskussion mit eröffnet hatte, rund um die Frage, wie können wir sozusagen mit entsprechend auch geltlich monetärer Leistung für dort eingesetzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auch wirklich diese Wertschätzung ausdrücken, das mit aufgegriffen haben. Und sie kommen zum richtigen Schluss, dass es notwendig ist, dort auch entsprechend diese Anerkennung auch monetär zu hinterlegen, meine Damen und Herren. Und da sind wir uns einig mit der Gewerkschaft, da sind wir uns einig mit ganz vielen Menschen in diesem Land, die genau dort drauf geschaut haben. Aber umgekehrt, und deswegen, Herr Hering, viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in diesem Land, die zucken erst einmal, wenn jemand aus der Union in Hessen anfängt, über Wertschätzung für die Polizei zu diskutieren. Weil diese Wertschätzung hat in den letzten 20 Jahren ausgesehen von mit Nullrunden, mit schlechten Personalausstattungen, mit den höchsten Arbeitszeiten und Ähnlichem mehr. Das war in ganz vielen Jahren die Wertschätzung der Union. Und genau deswegen wäre Handeln mit einer solchen Zulage in dem Fall wirklich das richtige Zeichen, dass Sie es ernst meinen, meine Damen und Herren. Und deswegen, als ich Ihren Antrag der Koalition gesehen habe, habe ich so ein bisschen an Herrn Müller gedacht, also nicht Heidenroth, sondern nördliche Lahn-Dill-Kreis, weil er ja heute schon einmal gesagt hat, er findet das fürchterlich, dass man nur etwas feststellt, aber keine Aktion machen. Na ja, warum machen Sie dann so einen Antrag? Da steht 0,0 inhaltlich, fachlich was drin, sondern nur bla bla, meine Damen und Herren. Und deswegen hatte ich gehofft, dass Sie nachher zum Ende Ihres Antrags irgendwie auch sagen, und deswegen wollen wir das auch wertschätzen, und deswegen haben wir irgendwie dieses oder jenes vor. Da können wir uns ja immer noch darüber streiten, über die Maßnahme. Aber nur zu sagen, wir weisen darauf hin, dass es erhebliche psychische und physische Belastungen über die Einsatzkräfte gibt, das ist mir wirklich ein bisschen zu wenig und hat mit echter Wertschätzung, meine Damen und Herren, auch nichts zu tun. Deswegen, der Antrag der Koalition sagt, wie gesagt, dazu kein Wort. Und ich finde, es braucht mehr als warme Worte. Es braucht mehr als nur die verbale Unterstützung des Hessischen Landtags. Es braucht den Dank und die Anerkennung an die hessische Polizei. Wir diskutieren über andere Themen in der Frage von, wie können wir Polizei auch unterstützen im Land. Das haben wir bei der Haushaltsberatung gemacht und darüber hinaus. Hierbei in der Spezialsituation, weil Corona diese Thematik rund um den Dannenröder Forst ja auch nicht einfacher gemacht hat, sondern noch einmal verkompliziert hat. Also deswegen zu sagen, dass eine solche Sondersituation sowohl von der Einsatzlage als auch im Umfeld der Pandemie, das ist richtig und wichtig, deutlich zu sagen, ihr macht das, wofür wir verantwortlich als Politik sind, dass dort eine Maßnahme umgesetzt wird. Ihr seid die Ausführenden, die Polizeibeamtinnen und Beamten, und wir sagen nicht, toll, dass ihr das macht, sondern wir sagen, toll, dass ihr das macht, und ihr merkt auch was davon in Form dieser Zulagen. Herzlichen Dank.